Ich möchte euch im Namen der Bürger für Amberg, SPD, gemeinsam als Kandidatinnen und Kandidaten ganz herzlich zu diesem Abend, zu diesem Vorstellungsabend begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere zwei Amberger Musiker, Emil Riele und Jona Bahr, die uns heute Abend musikalisch durch den Abend begleiten werden. Die Gabi Hübsch und ich, wir sind sozusagen jetzt die Moderatoren. Wir stellen die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten kurz vor, haben dann zwei, drei Fragen, da können sich dann die Kandidatinnen und Kandidaten. Ich will jetzt einfach die Isolde Harder, die ist die erste Frau auch auf dem Wahlzettel. Sie ist 57 Jahre alt, lebt seit 24 Jahren mit ihrem Mann in Käfersberg im Almweg und hat zwei Kinder. Von Beruf ist sie Floristin, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ist sehr gute. Und führt seit über 38 Jahren in Gengenbach sehr erfolgreich ihr eigenes Blumengeschäft. Ihre Hobbys gestaltet Isolde Harder ebenso vielseitig wie ihre beruflichen Aktivitäten, wenn sie mal frei hat, was leider viel zu selten ist. Liest sie gerne ein gutes Buch oder gärtnert ihre Profession entsprechend im Haus da. Da gerne einsetzen. Also die Förderung von erneuerbarer Energie für eine umweltfreundliche und dauerhafte Energieversorgung ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Erneuerbare Energien machen unabhängig, wie die Ukraine kriegt. Man muss am Anfang investieren, aber sie lohnen sich auf jeden Fall am Ende. Und damit meine ich nicht nur geldmäßig, sondern auch aus Umweltgründen. Umwelt- und Naturschutz ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Und als Floristin gehst du auch mit offenen Augen durchs Dorf. Das Thema Dorfgestaltung, Dorfverschönerung, könnte das wirklich ein Punkt sein? Auf jeden Fall. In der heutigen Zeit wird es ja immer wichtiger, Orte grüner zu gestalten. Mit Grün kann man eine Art verschönern, lebenswerter gestalten. Grün ist wichtig für die Artenvielfalt. Und wir alle erfreuen uns an einem schattigen Platz oder schön gestalteten Leben, wenn ich nur an den Orteberger Smiley denke, der mir ein Lachen ins Gesicht gezaubert hat. Timo steht auf dem Wahlzettel auf Platz 1. Unser Alphabet beginnt ja mit A. Er ist nicht nur der Erste auf der Liste, sondern mit 20 Jahren auch der Jüngste unserer Kandidaten. Trotzdem hat Timo schon einiges an Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnen, um sie dann auch im Gemeinderat einbringen zu können. In der KJG und der Jugendfeuerwehr hat er früh gelernt, auch Verantwortung in und für eine Gemeinschaft zu übernehmen. Deshalb sind Timo gerade die Themen Kinder- und Jugendarbeit sehr wichtig. Aber als Fachinformatiker kann er sich auch bei der weiteren Digitalisierung der Verwaltung sehr kompetent einbringen. Gerade als junger Mensch ist ihm natürlich der Kontakt zu allen Altersschichten wichtig, gemäß seinem Motto für alle Bürger für Ortenberg. So, dann haben wir auch einige Fragen an dich. Timo, wo und wie denkst du, dass du deine Erfahrungen, sowohl privat als auch beruflich, und in der Ortenberger Jugendkultur einbringen kannst? So, also guten Abend erstmal. Was mir jetzt tatsächlich sehr viel aufgefallen ist, war in meiner Jugendzeit, ich habe mich jetzt nicht immer so viel mit einbezogen gefühlt als Jugendlicher, was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde, dass man die Jugend mit mehr einbezieht bei manchen Entscheidungen. Da reicht ja schon irgendwelche leichte Abstimmungen. Dann noch das Thema, klar, unsere Vereine weiter aufzubauen. Nur klar, es gibt keine Gemini-Strande, aber es gibt ja nicht nur, sage ich jetzt mal, christliche Mitbewohner in Ortenberg, sondern wirklich mittlerweile von jeder Herkunft. Und das ist selbst sehr wichtig, um ehrlich zu sein, dass dort im Prinzip auch eine Möglichkeit gibt, für die Menschen hier irgendwas zu haben. In Ortenberg kann man schon einiges online erledigen. Wo wäre aus deiner Sicht noch Handlungsbedarf? Also ich habe mir mal die Website, sage ich mal, angeguckt. Ich
bin jetzt gelernter Informatiker, ich habe, sage ich jetzt mal, ein Auge für ein bisschen was. Ich beispielsweise würde jetzt meiner Oma sagen, okay, geh mal auf die Webseite und guck, und da ist jetzt einfach Anführungszeichen zu unübersichtlich. Also ist die Funktion ist da, aber es ist nicht einfach genug, an der Punkte hinzukommen, beispielsweise an irgendwelche Anträge, wie man halt ausfüllen möchte. Genau. Jo, und noch eine letzte Frage. Was denkst du, erwartet eine junge Familie oder erwarten überhaupt Menschen, die nach Oppenberg ziehen, von ihrer Heimatgemeinde? Natürlich irgendwelche attraktive Angebote innerhalb des Dorfes wieder. Natürlich saubere Spielplätze und sichere Spielplätze, was mehr attraktivere Angebote anzubieten innerhalb des Dorfes. Mehr der zum Beispiel schon das Volksrad fahre, aber da vielleicht auch mehr Werbung dann wieder auf Social Media oder so zu posten, weil eher junge Familie dann mal auf Facebook, Instagram oder sonst was unterwegs sind, dass sie das dann auch einfach mitbekommen. Vielen Dank, Timo. Danke auch. Danke, Kevin. Hallo Lisa, also sie ist wie gesagt 22 Jahre jung und in Oppenberg aufgewachsen. Ihr verantwortungsvoller Beruf und bewusster Beruf als Fahrlehrerin bringt sie in Kontakt mit vielen jungen Menschen, denen sie mit viel Empathie, können wir bestätigen, und verantwortungsvoll die Regeln des Straßenverkehrs vermittelt und für den Führerschein fit macht. Sie ist Mitglied im Tennisclub, wo sie einen Ausgleich zum Alltagsstress findet, den sie auch beim Wandern in der Natur sucht. Lisa, Fahrlehrerin, ich denke, da ist man schon berufsbedingt auf die Gefahren im Straßenverkehr fokussiert. Wie siehst du da in Oppenberg Handlungsbedarf? Also ich sehe gerade Handlungsbedarf an der Hauptstraße jetzt hier. Die wurde ja neu ausgebaut, was auch wunderschön gemacht wurde. Die Gehwege wurde breiter. So. Zusätzlich kam ja noch die Eiszeit vor ein paar Jahren dazu. Da ist immer die Schwierigkeit, gerade mit kleinen Kindern, da wird zwar jetzt so eine Absperrung hin gemacht, aber die rennen halt leider drumherum. Und auch jetzt gerade, wenn hier viel Betrieb ist, ist die Gefahr halt groß, dass es da zu einem Unfall kommt und auch zu einem schweren Unfall, weil 50 einfach hier viel zu schnell ist. Sogar meine Schüler, die noch sehr jung sind und an sich eigentlich wenig Erfahrung haben, gerade im Auto jetzt, wenn dann mit dem Fahrrad, sagen, sobald sie hereinfahren, hier gilt doch 30, oder? Und da kommt halt von mir die Aussage, nee, tatsächlich nicht. Hier sind immer noch 50, was ich einfach nicht verstehen kann, weil das sehr gefährlich ist. Zusätzlich ist natürlich auch noch die Parksituation. Wir sind hier in der Parkzone, heißt, es darf nur auf gekennzeichneten Parkflächen geparkt werden. Das wird natürlich auch nicht eingehalten, leider. Dazu kann es halt auch zu Unfällen kommen, gerade auf Höhe der Eiszeit gegenüber vom Döner wird einfach mitten auf der Straße angehalten oder auf dem Gehweg, dass die Leute nicht mal richtig durch können. Danke. Du bist in deiner Freizeit gerne beim Wandern in der Natur und der Umgebung unterwegs. Fallen dir da Dinge auf, die du gerne auch in Oppenberg hättest? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja schöne Dinge in der Umgebung, ne? Man fährt ja auch gerne mal woanders hin. Gerade in Budapest gibt es auch eine schöne Rodelbahn, das ist hier natürlich jetzt nicht möglich. Der Platz gibt es einfach nicht her. Aber gerade so Naturerlebniswege, zum Beispiel wie so eine Räuber-Hotzeplotz-Fahrt oder sowas. Wir haben ja sehr viele Kinder hier in der Umgebung. Und man muss halt immer außerhalb irgendwelche Ausflüge planen, weil es hier halt einfach nicht genug Angebot gibt. Und du bist ja in Oppenberg aufgewachsen. Ja. Was wünschst du dir eigentlich, oder wer würdest du dich jetzt stark machen, wünschenswert finden, was jetzt zum Beispiel neue Bürger jetzt in Oppenberg gemacht werden könnte, um denen die Eingewöhnung, die Einbürgerung zu erleichtern? Ja, also ich kann nachvollziehen, dass es sehr schwer ist, wenn man hier niemanden kennt und neu hierher kommt, da erstmal Anschluss zu finden. Das kann man natürlich über Vereine, zum Beispiel gerade der Tennisclub, der macht das ja auch oft. Wenn du mit deinen Erfahrungen auch künftig im Gemeinderat sozusagen mit den Erfahrungen da neuen oder neue Dinge reinbringen könntest. Werde mal sehen. Manfred Gült? Ja, das steht auf dem Wahlzettel auf Platz 2. Er ist 63 Jahre alt, meine Altersklasse, und in der Offenburger Straße, ist verheiratet, hat 4 Kinder und 2 Enkelkinder. Du bist ja bei der Polizei, gehst aber bald in Pension. Entschuldigung. Da hättest du ja ausgiebig Zeit, dich für die Belange unserer Gemeinde zu engagieren. Du hast als Polizist viel mit schwierigen Verkehrssituationen zu tun.
Und da wohnst du in der Offenburger Straße zurzeit genau an der richtigen Stelle. Da gehen wir jetzt mit dem Thema von gerade eben eigentlich genau weiter. Das Thema Sicherheit ist dir ja nicht fremd. Wo könnten da deine Erfahrungen nützlich sein? Herr Spaß, guten Abend. Meine Erfahrung, naja, die habe ich ja vor 2-3 Jahren schon gesammelt, als wir die Baustelle hatten in der Offenburger Straße. Da haben wir es dann auch tatsächlich trotz Widerstände geschafft, eine 30er-Zone einrichten zu lassen, zumindest für die Zeit der Baustelle. Übrig geblieben ist der 30er-Bereich vor der Schule. Und auch hier sollte dieser erweitert werden. Und da sind wir dran, oder möchte ich dann dran gehen, das einfach frisch aufzunehmen, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle durch den 30er-Bereich erweitern kann. Dafür Sorge zu tragen, dass genügend Personal da ist. Ja, dass auch dann der Verteiler stimmt, wie viele Kinder, für wie viele Kinder dann auch eine Betreuerin oder eine Kindergärtnerin vorhanden ist. Und was auch wichtig ist, dass die Kosten im Rahmen bleiben, weil wenn man sieht, was andererorts manche Familien an Kosten haben für Kindergartenplätze oder Plätze, da muss teilweise ein Partner schon fast den ganzen Monat arbeite, damit eventuell 2 Kinder in den Kindergarten gehen können, weil einfach die Kosten so. Und da einfach in Ortenberg schaue, dass wir das irgendwo im geregelten Maß hinkriegen, dass es doch noch für Familie auch mit mehreren Kindern erschwinglich bleibt. Wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den anderen Fraktionen vor? Also meine Erfahrung selber mit der Verwaltung in Ortenberg ist also ganz gut. Ich habe da noch nie Probleme gehabt. Es ist immer jemand da, hat ein offenes Ohr, ist freundlich und von daher einfach ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe. Man muss sich nicht wegducken, man ist schon schließlich auch jemand und man kommt mit einem gewissen Anliegen. Und die Mitarbeiter in der Verwaltung sind ja auch für den Bürger da. Und daher sollte es auch entsprechend umgehen. Hallo Juli, ich habe mich nicht verstecken. Du hast eine sehr interessante Vita, sage ich jetzt mal. Du bist 36 Jahre alt, verheiratet und hast 2 Kinder und lebst mit deiner Familie in der Weingasse in Ortenberg. Eigentlich stammst du ja aus dem bayerischen Schwaben, was immer das auch geografisch heißt. Hat aber 2017 mit der Familiengründung in Ortenberg ihre neue Heimat gefunden. Wobei man augenzwinkern feststellen darf, hier ist die Integration als Neubürgerin in einer Ur-Ortenberger Familie Zusammenhang richtig gelungen. Judith hat Lebensmitteltechnologie an der Uni Hohenheim in Stuttgart studiert und anschließend im Bereich pflanzlicher Lebensmittel dort auch promoviert, also Dr. Judith Hohl. Beruflich ist sie in leitender Funktion bei einem regionalen Pharmaunternehmen tätig. Daneben engagiert sie sich als junge Mutter im Elternbeirat und unserer bald neuen Kita. Da sie aktives Mitglied im Musikverein ist, ist in der Familie Rehle schon Tradition und ist schon fast verpflichtend. Sportlich ist Judith aber auch im Turnverein aktiv und über ihre kommunalpolitischen Schwerpunkte möchte ich jetzt mit ihr kurz ins Gespräch kommen. Judith, du bist ja nun beruflich und familiär sehr mit unserer Landwirtschaft verbunden. Welche Schwerpunkte würdest du dir im Gemeinderat setzen? Vielen Dank, Paul, für deine Einleitung. Du sagst es, die Landwirtschaft, die liegt mir sehr nahe. Deshalb würde ich auch einen meiner kommunalpolitischen Schwerpunkte im Bereich der Förderung der heimischen Landwirtschaft setzen. Ich selber bin vor etwas mehr als 10 Jahren zum ersten Mal nach Ortenberg gekommen und war total begeistert. Für mich sieht es hier aus wie im Urlaub. Wir haben den Schwarzwald im Rücken und der Ort ist umringt von Weinbergen und Obstanlagen. Das hat einen sehr hohen Freizeitstellenwert für mich und ich kann es heute immer noch genießen. Für mich ist es immer wie Urlaub hier. Gleichzeitig weiß ich aber, dass das, was ich hier so genieße, die Kulturlandschaft, ein Produkt von aktiver Landwirtschaft ist. Deshalb finde ich es wichtig, hier die heimische Landwirtschaft zu fördern, weil da gerade ein großer Wandel im Gange ist. Landwirtschaft heißt ja auch Erhalt unserer Kulturlandschaft. Wo besteht da bei uns noch Entwicklungsbedarf?
Ich würde nicht sagen, es besteht noch Entwicklungsbedarf, sondern es entsteht gerade Entwicklungsbedarf. Wenn wir 50 Jahre zurückdenken, dann waren viele Ortenberger Bürger noch landwirtschaftlich aktiv, sei es im Vollerwerb oder im Nebenerwerb. Das sieht heute ganz anders aus. Nur ein Bruchteil der Bürger hier betreibt tatsächlich noch Landwirtschaft. Das heißt zum einen, dass die Personen, die die Kulturlandschaft pflegen können, immer weniger werden. Und zum anderen auch, dass das Verständnis in der Bürgerschaft hier verloren geht für die Landwirtschaft. Es kommt immer wieder zu Konflikten, wenn die Landwirte hier Pflanzenschutz betreiben, im Weinbau, im Obstbau, weil das Verständnis dafür fehlt, was wird eigentlich gemacht, ist es giftig, ist es gesundheitsgefährlich. Und da würde ich gerne angreifen. Zum einen den Dialog zu fördern zwischen Landwirten und Bürgern mit nicht landwirtschaftlichem Hintergrund, um das Verständnis zu fördern und solchen Missverständnis vorzugreifen. Und ein anderer Punkt wäre, die Landwirtschaft dadurch zu unterstützen, indem man kommunale Vorgaben landwirtschaftsfreundlich auslegt. Es geht dann in der Gemeinde auch darum, zum Beispiel Wassernutzungspläne zu erstellen. Da muss man auch an die Landwirtschaft denken. Oder beispielsweise könnte die Gemeinde, was sie auch macht, weiterhin die Zufahrtswege zu den landwirtschaftlichen Flächen freihalten. Und wo siehst du neben den landwirtschaftlichen Themen auch noch deine weiteren Interessen gebieten? Als Mutter zweier Kleinkinder sind natürlich auch Themen wie die Kinderbetreuung hier in der Kindertagesstätte oder auch der Schule ein großes Thema für mich. Auch die Verkehrssicherheit im Ort. Und des Weiteren liegt mir die Vereinskultur sehr am Herzen, denn ich selber habe miterlebt, wenn man hier als Neubürger nach Ortenberg kommt und direkt in Vereine eintritt, dann ist man tatsächlich relativ schnell Mitglied der Dorfgemeinschaft. Und Vereine leisten hier eine große soziale Arbeit, deswegen sollte man die weiterhin, so wie es die Gemeinde auch schon macht, fördern. Zunächst mal danke, Judith. Deine Fachkenntnisse würden in einem doch auch landwirtschaftlich geprägten Dorf einen enormen Zugewinn im Gemeinderat bedeuten, ebenso wie dein Engagement in unseren Vereinen. Deshalb auch dir viel Glück. Ja, bitteschön. Ja, unser nächster Kandidat, Thomas Winner, ist 38 Jahre alt. Er ist verheiratet und beruflich als Diplom-Volkswirt bei der EWK beschäftigt. Das darf ich hier eher sagen, wir sind ja nicht im Fernsehen. Als sogenannter Neubürger hat er sich Offenberg bewusst als neuen Lebensmittelpunkt ausgesucht. Seinen vorherigen Wohnort Mannheim hat er als Bezirksbeirat schon viel kommunalpolitische Erfahrung gesammelt. Bezirksbeirat in Mannheim. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, vielen Dank für die Frage. Hallo auch von meiner Seite aus in der Runde. Bezirksbeirat in Mannheim. Kann man sich so vorstellen, ist ja eine etwas größere Stadt, ein kleines bisschen größer als Ortenberg. Und entsprechend sind die Stadtteile auch etwas größer und der Bezirksbeirat ist quasi eine Art Stadtteilparlament, wenn man so möchte. Und der Bezirksbeirat schafft es dann, die Verbindung herzustellen zu den Bürgerinnen und Bürgern, sodass die die Möglichkeit haben, den Bezirksbeirat anzusprechen und dadurch wird die Verbindung zum Gemeinderat hergestellt. Aber wir wollen ja von Ortenberg sprechen. Wo würdest du dich da im Gemeinderat verstärkt einbringen? Im Gemeinderat würde ich mich verstärkt einbringen in den Themen Ausbau, Digitalisierung von Rathaus und Verwaltung, sowie Förderung von Nachhaltigkeit, Stärkung des Ehrenamtes und dem intensiven Bürgerdialog. Ich denke, der intensive Bürgerdialog, das ist für mich persönlich was ganz, ganz Wichtiges, auch schon als Bezirksbeirat in Mannheim. Ich bin selber ich sehe mich in einer Art Klassensprecher. Ja. Ich weiß nicht immer alles. Mir ist es wichtig, mit den Menschen zu sprechen, weil sie sind alle Experten für sich, für ihr Leben. Und sie wissen am besten, was für sie wichtig ist. Und ich als vielleicht zukünftiger Gemeinderat kann Sachen organisieren, kann Sachen zusammenbringen, kann eine Koalition von Willigen zusammenbringen. Und der Input muss aber von Ihnen kommen. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, in diesen Bürgerdialog zu gehen, dass wir miteinander sprechen, dass Sie uns sagen, was Ihnen wichtig ist, was Ihnen auf der Seele brennt, sodass wir von Verwaltung und Gemeinderat mitsamt allen Fraktionen, die irgendwie da interessiert sind und möchten und umsetzen möchten, dass wir das auf den Weg bringen können. Dafür möchte ich einstehen.
Wo wären deine anderen Schwerpunkte aus dem Programm, die für dich besonders wichtig sind? Also die Schwerpunkte aus dem Programm sind insbesondere die Förderung von Nachhaltigkeit. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und generell ist es so, die Bürger einzubinden in die Entscheidungsprozesse. Das ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Mir ist es wichtig, was ist eine lebendige Gemeinde, dass wir zusammen Solidarität erfahren. Solidarität ist ein Wert, der ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin nächstes Jahr seit 20 Jahren Sozialdemokrat und bin da sehr, sehr stolz drauf. Und diese Werte, die das verbindet, das möchte ich verkörpern. Das kann man leben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das geht nur zusammen. Und das bedeutet, sich einzubringen, so gemeinsam zu leben, stärken, auch für andere da zu sein. Weniger Ego, mehr Ökosystem. Was sind deiner Meinung nach die Elemente einer lebendigen Gemeinde? Ich sag mal, Digitalisierung hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, ganz, ganz wichtig. Wenn irgendwo Themen sind, dass man beispielsweise, wenn man etwas muss oder möchte, dass man es auch kann. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn beispielsweise irgendwo Themen sind, wie ich laufe durch die Reben mit meinem Hund und merke, okay, hier ist immer wieder ein Problem, dass das ja keine Mülleimer da sind oder sowas, könnte ich direkt das Handy zücken und zack, Foto machen, an die Gemeinde schicken und sagen, hier, das ist der Standort, Bild ist noch dabei, das ist meine Idee und dann kann das direkt schnell zur Umsetzung kommen. Und so Sachen, wenn irgendwo Probleme sind, dass dann diese Daten auch angereichert werden, ja, dass man diese Daten, die man ja nutzen kann, jeder hat eine dabei, dass das nicht über langwierige Prozesse oder sowas passiert, sondern dass diese Prozesse verschlankt werden und dadurch auch digital man stärker zusammenwächst. Weniger analog, sondern mehr digital und das ist irgendwo auch eine schnellere Möglichkeit, lebendiger zusammen das Dorf zu starten. Vielen Dank. Das waren sehr interessante Gedanken zur Zukunft unseres Dorfes. Und die sollten unbedingt in unserem Gemeinderat Platz finden. Ich bin damals ja auch als Zugezogene reingekommen. Ich wünsche dir viel Glück am Wahltag. Verheiratet. Sie hat drei Kinder im Alter von 23, 18 und 13 Jahren. Als gelernte Bürokauffrau hilft sie je nach Bedarf den in Ortenberg ansässigen Pflegedienst in der Verwaltung. Zusätzlich hat sie eine Ausbildung zur Alltagsbegleiterin gemacht. Ihre Jugend verbrachte sie dabei zusammen mit ihren Eltern und ihren Geschwistern in Ortenberg und half dabei mit das Maskenmuseum in der Bruchstraße zu gestalten. Nach einer Pause wohnen sie nun seit 2018 wieder mit ihrer eigenen Familie in Ortenberg und will sich mit ihrem Engagement als Gemeinderätin für das Dorf einsetzen. Tina, ein Schwerpunkt in deinem Vorstellungsprofil ist das Thema Barrierefreiheit. Was müssen wir uns in Ortenberg darunter vorstellen und wo gibt es da noch Handlungsbedarf? Aus gegebenem Anlass. Ich bin also selber betroffen, bin seit 6 Jahren nun rollstuhlpflichtig und finde in ganz vielen Ecken immer wieder kleine Stolpersteine. Stolpersteine bedeutet für jemand, der nicht selbstständig laufen kann, ein Riesenhindernis. Bedeutet, ich kann da nicht hin. Das ist also eine Einschränkung, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Auch dieser Satz muss einfach immer gehen, ich kann da nicht hin. Also das ist eine Tatsache, das ist nicht nur, ich würde gern, aber es geht nicht. Und es betrifft einfach sehr viele Menschen, mehr, wie das man eigentlich so annimmt. Ich engagiere mich seit Jahren auch in Offenburg für dieses Thema Barrierefreiheit. Und mir wurde mal gesagt, so viele sind es ja gar nicht. Dann sage ich, so viele sind es nicht. Ja, die sieht man nicht, weil sie nirgends hinkommen. Das ist das Problem. Also nicht das Problem, dass es keine Menschen gibt, die Probleme haben, sondern was sind sie nicht, weil sie nicht raus können. Und das möchte ich abschaffen. Das möchte ich auch hier Ort so machen, dass unsere Heimat eine Heimat für jeden wird, der Einschränkungen hat, leichter Art, schwieriger Art,
dass man überall hin kann, auch in Bezug auf dieses betreute Wohnen, wo ja wirklich ein Augapfel ist von uns, dass tatsächlich jeder die Möglichkeit hat, ob jung oder alt. Beim Thema Barrierefreiheit denkt man natürlich zuerst an Rollstuhlfahrer. Aber sind das die Einzigen, die von der Barrierefreiheit profitieren würden? Nein, ganz klar nein. Es beginnt, die Mamas wissen es vielleicht, mit dem Kinderwagen. Es gibt so Strecken, wo man dann denkt, das lassen wir mal lieber, Kopfsteinpflaster. Dann bleibt man mit dem Buggy hängen, dann macht einfach keinen Spaß, das Kind wird durchgerüttelt, durchgeschüttelt. Tatsächlich gemerkt habe ich selber erst, wie sehr man durchgeschüttelt wird, wenn man sich selber mal in so einen Pulli reinsetzt und durchgerumpelt wird. Es beginnt auch, ich habe vorhin jemanden gesehen, ein Herr mit einem Gipsbein oder mit Krücken, mit Gehhilfen oder schon einen Stock, bleibt man hängen, wenn man das mal versucht zum Teil. Bus aussteigen, ganz toll umgebaut, super gemacht in Ortenberg. Allerdings, die abgesenkten Bordsteine sind versetzt. Man steigt aus dem Bus aus, als Rollifahrer super, möchte aber auf die andere Seite und muss dann erstmal 15 Meter auf die Seite, fährt runter, steht dann auf der Straße, muss aber nochmal 10 Meter weiter, damit ich wieder hochkomme. Weil die Bordsteine versetzt sind. Das ist gut gemacht oder gut gedacht, aber nicht ganz gut gemacht. Also das sind so Sachen, wo ich ganz gern, gerade bei Veränderungen, bei Ausbauten, Umbauten, bei der Infrastruktur, bei der öffentlichen Infrastruktur, bei Umbauten von Rathaus oder Gastronomie, wenn jemand auf mich zukommt, sagt, ich will es gestalten, dass jeder zu mir rein kann, da wäre ich gern dabei, da wäre ich auch mit meiner Erfahrung gern dabei. Also nicht nur, ich stelle mir vor, es könnte passen, sondern ich weiß, dass es passt. Und du hast ja drei Kinder und warst dadurch immer als Elternbeirätin aktiv. Was hat dich denn dazu veranlasst? Ich bin bis heute aktiver Elternbeirat, im Moment in der Klosterschule. Auch da für Kinder einsetzen, für Toleranz einsetzen, auch meine Behinderung kommt mir da zugute. Viele Menschen zusammenbringen auf einer Ebene, egal ob Nationalität, Glaube, wie auch immer. Ich fühle mich, ich bin auch, das wird auch genutzt und da freue ich mich, dass ich ganz häufig als Bindeglied genommen werde. Danke. Man sieht also, Barrierefreiheit ist für viele Menschen ein wichtiges Thema. Vielen Dank, Tina, dass du dich als Gemeinderätin auch dafür stark machen möchtest. Und wir wünschen dir auch insbesondere viel Erfolg bei der neuen Juni. Dankeschön. Sebastian Kiefer stammt eigentlich aus dem Käfersberg, wohnt jetzt mit seiner Familie aber in der Hauptstraße, in der Nähe der Bäckerei. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau zwei Söhne und zwei Töchter. Er ist 37 Jahre jung und noch als Selbstständiger und auch vielbeschäftigter Elektromeister unterwegs. Und nehmen wir mal an, dass es auch so der Grund ist, warum er... Über einen Liter Strom. Ja. Also, gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kandidatin, liebe Gisela Scheurer-Kraus. Ich glaube, eigentlich bräuchte ich ja deinen Namen gar nicht sagen, du bist ja schon wahrscheinlich bekannt. Karl Fremder kennt mich. Aber bald. Also, mit unserer nächsten Kandidatin ist eine Frau auf unserer Liste, die eigentlich nicht mehr persönlich vorgestellt werden müsste, Gisela Scheurer-Kraus. Sie war in ihrem Berufsleben sehr vielseitig. Sie begann als Einzelhandelskauffrau, arbeitete 9 Jahre als Bankangestellte und danach folgte eine Ausbildung zur Damenschneiderin, bei der sie ihre kreative Leidenschaft voll ausleben konnte. Sie führte 30 Jahre lang ihr eigenes Modelatelier hier in Ortenberg. Seit 15 Jahren Gemeinderätin, seit 10 Jahren stellvertretende Bürgermeisterin, viele Jahre schon aktiv im Handwerker- und Gewerbeverein, aber vor allem Jahrzehnte führend im Ortenberger Turnverein als Vorstandsmitglied und im Dienst der Gesundheit engagierte Kursleiterin im Gymnastik- und Präventionsbereich. Kreativ auf vielen Ebenen, aufgeschlossen für neue Ideen und einen Blick auf das, was sich lohnt, erhalten zu werden. Gisela,
als langjährige Gemeinderätin rückblickend, wie hast du die Zusammenarbeit im Gemeinderat erlebt? Ja, sehr demokratisch. Paul, mit dir konnten wir gut streiten. Und wir sind immer am Schluss auf einen Nenner gekommen. Also im gesamten Gemeinderat natürlich, man hat Diskussionen, die verschiedenen Fraktionen, man diskutiert es aus, man streitet sich auch mal, aber alles immer mit einem ganz gesunden Menschenverstand. Es sind einfach verschiedene Meinungen. Und am Schluss kommt auch immer ein Ergebnis raus. Manchmal nicht immer das, was wir uns gewünscht haben. Aber da wir halt dann in der Unterzahl waren und die andere Fraktion viel mehr Sitze hatte. Deswegen müssen wir uns jetzt auch sehr, sehr, sehr anstrengen, dass wir auch wieder ganz viele in der Gemeinderat von unserer Fraktion reinkriegen, dass wir dann wieder stimmgewaltiger werden einfach. Ansonsten die Zusammenarbeit ist sehr gut. Mit unserem Bürgermeister ist es natürlich auch ein sehr gutes Zusammenarbeiten. Von dem her, ja, das macht Spaß. Also die ersten 5 Jahre, fand ich, waren sehr leicht. Und dann ging es eigentlich los durch die ganze Sanierung der Ortsdurchfahrt. Dann kamen plötzlich ganz andere, gewaltigere Themen auf uns zu. Wo man dann gedacht hat, boah, jetzt aber irgendwann noch in Arbeit. Aber es war alles. Und ich finde auch, die Durchfahrt ist gut gelungen und macht viele Menschen, die nicht Ortenberger, die Durchfahrer, sagen auch, oh, das ist ja toll gemacht. Dein Schwerpunkt im Gemeinderat war in den vergangenen Jahren das Großprojekt Grüne Mitte Ortenbergs. Welches Entwicklungspotenzial für unsere Gemeinde siehst du noch auf diesem Gebiet? Oh ja, da kann noch ganz viel kommen. Wenn alle Projekte, die in der Planung mit drin sind, die vorgesehen sind, wenn die alle umgesetzt werden, dann werden viele Wünsche der Ortenberger erfüllt. Also es wird einfach die Entwicklung hier unten an unserem großen Dorfplatz wird erst in der nächsten Jahre gestaltet. Es braucht halt alles so seine Zeit. Aber es hätte ja schon vor Jahren angefangen mit dem Bolzplatz, den haben wir jetzt schon einmal. Dann gibt es einen, soll es einen Poolplatz geben. Natürlich den Erhalt vom Faustballfeld ganz wirklich. Wir haben ja wichtig, wir haben natürlich eine Faustballmannschaft, und die auch sogar viele Jugendliche hochzieht, also von dem her ist Nachwuchs da. Hat mich natürlich schon begonnen, vor 15 Jahren mich stark zu machen mit der Laufbahn für Schulkinder, Kindergartenkinder, Vereinskinder. Die soll jetzt umgesetzt werden. 50 Meter Laufbahn, da hat die Gemeinde extra Gelände gekauft, dass man das hinter der Halle ist geplant. Wann die Umsetzung kommt, man muss jetzt einfach abwarten, wann ist die Gemeinde wieder gut flüssig und kann sich sowas dann leisten. Wie gesagt, es soll den Bürgergärten geben, dann soll es auch ein Platz für mehr Generationen werden, es sollen so Fitnessgeräte aufgestellt werden. Und natürlich, was als in Bälde kommt, ist der Flößer-Spielplatz hier unten, der geplant ist. Und da sind auch schon Fördermittel freigegeben worden. Also das kann auch bald losgehen. Was als nächstes hier geplant ist und was stattfindet, ist hier das Entree. Ihr wisst ja, die Fanny mit der Chaise ist ganz wichtig. ich werde dann mit der Bronze-Chaise eine Chaise-Renne machen oder so. Also die Pfanne mit der Chaise wird hier oben postiert und dann wird dieses Entree als erstes dann umgesetzt. Als nächste Umsetzung wird vom Kindergarten, gibt es dann auch wieder Parkplätze, da werden Bäume gepflanzt und dieser Platz wird auch als nächstes gestaltet. Und das ist, hier oben kann eventuell Baubeginn im Juli schon sein
und ja, der Spielplatz kommt auch in Bälde. Ein ganz großes Thema ist noch die Hallensanierung. Und die gestaltet sich jetzt gerade auch nicht mehr so flüssig, weil die nicht mehr so flüssig sind. Sind aber schon vom Landessanierungsprogramm sind schon 2.200.000 bewilligt. Da wurde aufgestockt, die Gemeinde hätte es gern noch mal mehr gehabt. Bewilligt wurde dann nur 500.000, also bis zu wie viele Millionen kostet Sanierung? 4,5? Ja. Also, Unter fünf. Also man könnte, wenn man heute aber auch noch so viel sammeln würde, es wird halt nicht reicher auf die Schnelle. Man muss aber gucken, es sind noch andere Töpfe, die der Herr Bürgermeister anzapfen möchte. Muss man jetzt einfach mal gucken, was da noch rauskommt und wo man noch Gelder herkriegen kann. Gisela, du hast in deinem Kandidatenprofil am Schluss ein sehr ambitioniertes Leitmotiv formuliert: Lebe dein Dorf. Was hast du darunter verstanden oder was verstehst du darunter? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich lebe mein Dorf. Man muss sich einfach engagieren. Man bringt sich in der Vereine ein. Man nimmt am Dorfleben teil, egal ob das jetzt Feste sind. Und das finde ich manchmal so schade, wenn dann fremde Menschen nach Ortenberg kommen und die sagen, oh, da kann sich überhaupt nicht integrieren. Wo ich immer sage, geht in Vereine, geht auf die Feste, man lernt sich kennen und einfach Engagement bringen und mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen, sich ja, einbringen in Vereine, im Ehrenamt. Also Gisela, wir könnten noch stundenlang über deine Ideen zur Gestaltung unseres Dorfs reden und dir zuhören. Wir wünschen dir, dass du deine Vorstellungen im neuen Gemeinderat auch aktiv und tatkräftig wie bisher einbringen kannst. Danke. Guten Abend. Leon Laubis ist ein Mann aus unserer jungen und engagierten Kandidatenregel. Er ist 22 Jahre alt und ebenfalls ein Ur-Ortenberger. Auch er hat sein soziales Engagement für unsere Dorfgemeinschaft in der Jugendfeuerwehr begonnen. Dort wirkt er als Gruppenleiter der Jugendabteilung an der Ausbildung unseres Feuerwehrnachwuchses mit. Auch als selbstständiger Unternehmer trägt er viel Verantwortung und kann diese Expertise gut im Gemeinderat einbringen. Mit Leon haben wir einen jungen Mann, der sein bürgerschaftliches Engagement für die Sicherheit unseres Dorfes einsetzt und einen guten Draht zur Jugend hat. Jetzt aber erstmal eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass du auf den Gruppenfotos der Kandidaten fehlst. Hast du keine Lust gehabt oder was war der Grund? Also erstmal herzlich willkommen und danke für die Vorstellung. Es wurde schon erwähnt, dass ich gebürtiger oder Ur-Ortenberger bin, habe aber eine Zeit lang damals in Olsbach gewohnt für 5-6 Jahre und habe bei dem Umzug dann nach Ortenberg in meiner Heimat die soziale Neuanbindung durch die Jugendfeuerwehr gewonnen, wo dann dadurch auch in die 18 Jahre vor knapp 5 Jahren jetzt, ich habe im Juni Geburtstag, in die aktive Einsatzmannschaft übernommen und konnte leider durch einen Einsatz in Ortenberg an der Bahngleise draußen, wo auch in den Medien nachher darüber berichtet wird, nicht auf dem Foto sein. Ja, und habe da schon durch die Feuerwehr mein erster sozialer Schritt oder meine soziale Bereitschaft für das Dorf gezeigt und will jetzt einfach den nächsten Schritt gehen, nur ein bisschen höher und mich für die ganze Gemeinde mit dem Gemeinderat nachher mit einbringen. Ja, du hast in der Ausbildung unseres Feuerwehrnachwuchses, bist du ja sehr eingebunden. Welchen Eindruck hast du von der Ortenberger Jugend? Und was könnte die Gemeinde tun, um dieses soziale Engagement noch mehr zu fördern? Also ich habe hauptsächlich durch als Gruppenleiter tut man die Probe für die Jugendfeuer vorbereitet, durchführen, gehe auf Ausflüge mit denen und habe gerade dadurch nachher das Potenzial in unserem Dorf, gerade auch in der Jugend, in Vereinen auch, bemerkt, dass wir da auf jeden Fall noch Handlungspotenzial ist, da wir auch gerade die Jugendfeuer früher das Eintrittsalter bei 12 Jahren hatten. Und es dann mit Mitarbeit von uns, wo ich mich danach auch mit eingebracht habe, 8 Jahre runtergesetzt habe und jetzt bei 25, 26 Kindern sind, was sehr viel Arbeit benötigt. Und da sehe ich einfach eine Möglichkeit, nachher gerade auch
in Bezug und durch die Erfahrung der Feuerwehr, das auch in andere Vereine voranzubringen, nicht gerade in Bezug aufs Alter, aber einfach die Vereinsstärke von Ortberg zu stärken nachher, den Ausbau davon mit der Gemeinde und mit den Bürgern nachher, um da einfach auch nachher das Dorf noch voranzubringen und auch ein bisschen den Zusammenhalt, finde ich, weil gerade Vereine halten das Dorf zusammen, man trifft sich, das nachher zu stärken. In welchen Bereichen unserer Gemeinde würdest du dich weiterhin als Gemeinderat besonders einsetzen? Gerade auch in Bezug auf die zweite Frage nachher, ich stehe einerseits für die Jungen, ich will da auch so ein bisschen mit meinem Alter so einen frischen Wind reinbringen und auch meine Erfahrungen durch die Jugendfeuerwehr und durch mein Aufwachsen in der Gemeinde hier mit einzubringen. Das halte ich für sehr wichtig letztendlich. Und klar bin ich nachher auch die Stimme, wie es auch der Thomas schon erwähnt hat, für Jung und für Alt. Ich will aber meinen Fokus eher auf die junge Gemeinschaft in Ortberg setzen, weil ich das einfach für sehr wichtig finde, das Ganze nachher auszubauen. Weil gerade die Jugend, das sind auch Feuerwehr, das ist unser Nachwuchs, die sind für die Sicherheit von unserem Dorf zuständig und dass keine Vereine bei uns aussterben. Ja, wir haben jetzt viel über dich erfahren, deine Vorstellung zur Zukunft unserer Gemeinde. Ich halte das für sehr gute Ideen und auch dir wünsche ich viel Erfolg und Wahrscheinlich. Ja. Er ist 39 Jahre jung, wohnt mit seiner Familie in der kleinen Gasse und ist seit kurzem Vater von zwei Kindern. Die jüngste Tochter ist gerade wenige Wochen alt. Als Pädagoge hat er 20 Jahre Erfahrung und in dieser Zeit mit jeder Altersgruppe gearbeitet. Seine pädagogische Laufbahn begann er als Jugend- und Heimerzieher. Dabei arbeitete er auch in einem Kindergarten. Einen Bachelorabschluss als Sozialpädagoge folgte eine zertifizierte Ausbildung zum Umwelt- und Erlebnispädagogen. Nach seinem Studium als Grundschullehrer unterrichtet er jetzt an der Georg-Mann-Schule in Offenburg. Außerdem gestaltet er freiberuflich Erlebnis- und umweltpädagogische Programme. So vielfältig wie seine berufliche Karriere ist auch sein gesellschaftliches Engagement in unserer Gemeinde. Im Turnverein leitet er seit vielen Jahren das Mädchenturn, finde ich ja interessant. Er ist im Zeltlagerteam aktiv dabei und auch im Sportverein ist er engagiert. Und wer kennt nicht die Rieseninszenierung in Montenegro? Dieses Jahr mit dem Ritt auf dem Glücksdrachen. Auch in diesem Team ist Detlef führend mit dabei. Ja, Detlef, du bist ja jetzt schon im Gemeinderat. Kannst du da gerade aktuell deine pädagogische Kompetenz einbringen? Gerade aktuell ist natürlich das Thema mit diesem Flößerspielplatz, der vorhin schon erwähnt wurde, wo es uns darum geht, nicht nur einen schönen Spielplatz aufzustellen, zu kreieren, sondern auch einen Spielplatz, der den Kindern gefällt. Und der Sinn ergibt und die Kinder fördert und voranbringt. Und dadurch entscheiden, ja, bekommen wir auch mehr Besuch und am Schluss entscheiden die Kinder, ob sie öfters dahin möchten und ziehen dann die Eltern auch mit. Genau. Aber ich habe jetzt auch gemerkt in der Zeit im Gemeinderat, dass nicht nur die Kompetenz, die pädagogische Kompetenz wichtig ist, sondern auch einfach, dass es wichtig ist, sich in die Themen einzuarbeiten, also fachlich nachzulesen, sich bei den Bürgerinnen und Bürgern in Ortenberg über die Themen zu informieren, im Gemeinderat dann kritisch nachzufragen, Sachen gut, also mit guten Argumenten auch zu arbeiten und vorzubringen, wenn man was vertreten möchte, und dann im Gemeinderat dran zu bleiben und immer wieder auch zu nerven. Seine Themen stark zu machen und zu sagen, nee, ich will es aber so und ich will da in die Richtung meiner Mann schaffen. Wenn du wieder mit dem Gemeinderat gewählt wirst, wo würdest du da deine Schwerpunkte setzen? Ja, da haben wir jetzt schon ganz viel gehört. Natürlich setze ich meine Schwerpunkte aufgrund meiner fachlichen Entwicklung auf Kinder und Jugend. Da möchten wir als Gesamtteam dafür sorgen, dass wir Zielprojekte umsetzen und dabei auch Fördergelder abgreifen, die es schon im Bundesprogramm gibt, die nur darauf warten, benutzt zu werden. Also wir müssen nicht mal unser Geld verwenden, sondern wir müssen nur über das Wissen verfügen, wie wir das bekommen. Und dabei orientieren wir uns an den Kindern und Jugendlichen selber und schlagen nicht wir vor, was wir machen wollen, sondern schauen durch verschiedene Projekte, durch Initiativen, wo, was wird denn angenommen, was nicht, was sollten wir weiterentwickeln,
Und da kommt es tatsächlich auch zugute, diese fachliche Kompetenz, dass ich eben schon ein paar Fördertöpfe weiß, die man da angreife, abschöpfen kann, wo wir das Geld herbekommen. Und sonst setze ich mich stark für die Landwirtschaft ein. Wie nachher kommt, ist mir das doch ganz wichtig und kann ich mich da gut dabei entspannen. Aber natürlich auch bei Vereinen, sei es jetzt Kulturvereine oder auch Sportvereine. Ich möchte wir möchten die Vereine fördern, vielleicht auch noch verstärkter fördern. Besonders auch starkes Engagement bei Vereinen. Wir haben vorhin schon das Beispiel mit dem Tennisclub gehört. Und auch die Initiative, die Vereine da aufzeigen, da nochmal stärker in die Arme greifen. Aber ich glaube, genauso wichtig ist, dass man auch von den Vereinen weiterhin und manchmal auch noch ein bisschen mehr einfordern. Also fördern und fordern. Die Vereine müssen sich auch weiterentwickeln. Stichwort ist da Kinderschutzkonzept. Und mit dieser Kombination hoffe ich, dass man da auch die Vereine überzeugen kann, sich weiterzuentwickeln und auch ein bisschen mehr zu unterstützen noch. Nach deiner Arbeit? Ich will noch einmal ganz kurz dabei bleiben. Ja. Wir sind mega stolz auf unseren Flyer, der nicht nur oberflächliche Themen reinbringt, sondern wirklich konkret unsere Ziele auch reinbringt. Und an diesen Zielen, die wir da im Flyer haben, lassen wir uns von Ihnen in 5 Jahren auch messen. Das haben wir jetzt gemacht bei der Flyer-Erarbeitung dieses Jahr. Haben wir uns durchgelesen, was wir letztes Mal wollten und abgehakt. Und es waren tatsächlich ziemlich viele Haken da. Und deswegen schauen Sie bitte in den Flyer rein, lesen Sie das durch. Wir sind da schon konkret geworden. Jetzt brauche ich mein Bier. Wir sind konkret geworden und lassen uns wirklich daran messen. Egal, wer am Schluss von uns reinkommt, diese Ziele, für die stehen wir alle. Und wir alle versuchen, die umzusetzen und uns für sie stark zu machen. Jetzt, Frau Weimar. Jetzt. Danke. Nach deiner Arbeit mit vielfältigem Engagement und junger Familie, wo bleibt da noch Zeit zum Entspannen? Ja, manchmal wenig. Aber am besten entspanne ich bei der Arbeit. Aber der Arbeit, also ich arbeite nochmal sehr viel im Kopf und mit Reflexionen und fachlich und so. Und entspanne mich am besten beim Arbeiten oder beim Schaffen im Garten mit meinen Bienen oder mit Hühnern und Wachteln und Apfelbäume. Also am liebsten beim Schaffen und am allerliebsten, wenn meine Töchter um mich sind oder meine Frau, dann macht natürlich das Schaffen noch mehr Spaß. Ja. Deine Expertise in der Kinder- und Jugendarbeit würde weiterhin für Offenberg sicher ein Gewinn sein, wenn du in den nächsten Gemeinderat einziehen darfst. Ich wünsche dir alles Gute für den Wahltag. Danke. Jahre alt und Mutter einer einjährigen Tochter. Als Jugendliche hat sie in dem großelterlichen Sanitätshaus Vogel eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie ihren Wohn- und Firmensitz nach Bartenberg verlegt, einer Gemeinde, der sie sich tief verbunden fühlt und in der sie sich aktiv zur positiven Entwicklung beitragen möchte. Janina führt mit ihrer Mutter das Familienunternehmen Haus und Sohn, dürfen wir ja sagen, ein Immobilienunternehmen und hat in Ohrenberg zusammen mit ihrer Familie auf dem Gelände der ehemaligen Zimmerei Huber ein neues Kapitel in ihrer beruflichen Laufbahn eröffnet. Sie gründete ein Unternehmen für pferdegestütztes Coaching, verbunden mit Seminaren und Events zur Pferdehaltung. Aber nicht nur beim unternehmerischen Engagement, du bist noch gar nicht im Handwerk und Gewerbe. Nein, noch nicht. Dann wird es Zeit. Endet ihre Aktivitäten, sondern als Mutter liegt ihr die Förderung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in Ortenberg besonders am Herzen. Janina, du bist nun eine der viel zitierten Neubürgerinnen in Ortenberg. Was hat dich veranlasst, nach Ortenberg zu ziehen? Welche Erwartungen hat man an die Gemeinde und wurden sie erfüllt? Oder ist da noch Handlungsbedarf? Also es ist ja so, wie du erwähnt hast, sind wir schon immer und jahrzehntelang mit Ortenberg tief verbunden gewesen, durch Freunde, Bekannte und durch unsere Familie. Als besondere Möglichkeit hat uns Ortenberg unseren Wunsch oder Traum erfüllt, zusammen mit Pferden zu leben und zu arbeiten. Und dementsprechend sind wir sehr dankbar für die Unterstützung, die uns die Gemeinde bei dem Vorhaben gegeben hat. Und für uns
als Familie und als auch Unternehmer ist natürlich der Gemeinschaftssinn der Gemeinde auch ganz toll, wie jetzt zum Beispiel der Wochenmarkt oder gemeinsam Trödelt Ortenberg, einfach dass viel für die Gemeinde an sich und die Bürger jetzt schon getan wird, aber dementsprechend kann man noch ein bisschen, ist noch Potenzial da. Für mich als Mama ist natürlich das Potenzial auch für junge Familien, die sich ebenfalls ansiedeln wollen in Ortenberg, die Kinderbetreuung, den Ausbau von Kitas bzw. zum Beispiel von einer Waldkindertagesstätte. Auch gut, wäre schön, dass man das sicherstellt und dass jede Familie Platz bekommt bzw. die Unterstützung, die sie benötigt. Ja. Du hast mit deiner Familie in Ortenberg ein Unternehmen gegründet. Gab es da Hindernisse? Und wo wäre da mehr Unterstützung notwendig gewesen? Also die Gründung von unserem Unternehmen, von dem Neue, lief problemlos. Die unkomplizierte und persönliche Unterstützung von der Gemeindeverwaltung, von der örtlichen Behörde lief komplikationslos und reibungslos. Für neue, junge Unternehmen, die sich ansiedeln wollen in Ortenberg, wäre vielleicht von Vorteil, wenn man die Förderung anspricht, längerfristige Entwicklungsstrategie, dass die ja auch gefördert wird, dass sich junge, neue Unternehmen ebenfalls wie wir hier in Ortenberg ansiedeln. Dass auch welche neue in die Handwerker. Genau, richtig. Und als Mutter eines einjährigen Kindes hast du sicher auch Erwartungen an die Einrichtungen, die in einer Gemeinde sind. Wo müssen die Gemeinde da noch Schwerpunkte setzen? Also ist natürlich jetzt so, als Mutter einer einjährigen Tochter, die jetzt noch nicht in der Kindertagesbetreuung ist, fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung. Ich habe mich aber ausgetauscht und sehe auch da den Handlungsbedarf, wie Julia und der Mann gesagt haben, dass man eben die Betreuungsplätze sichert. Die Kindergartenplätze für die Kleinkindergruppe ist ja jetzt schon das neue Kleinkindhaus gebaut worden, aber dass man auch eben die Betreuung der Kindergartenkinder noch und immer ein Ohr für uns hatte. Und last but not least, dir, Viktor, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Du hast mit Rat und Tat viel gehabt, uns zur Verfügung, also denn uns, ja, der Bürger für Ortenberg-Fraktion, SPD-Fraktion. Ohne dich wäre das sicherlich ganz vielleicht etwas anders gelaufen, aber vieles hat es erleichtert. Und du hast so jeder Tages- und Nachtzeit, wie man kennt, hast du noch Sachen dann durchgeschickt. Herzlichen Dank dafür. Und nun wünsche ich uns noch einen schönen, netten Abend bei vielen hoffentlich interessanten Gesprächen und auch Diskussionen. Und wie gesagt, lassen wir den Abend, können wir gemütlich dann hier ausklingen lassen, wir den netten Gesprächen noch. Vielen Dank.